Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Hier auf einem neuen Planeten. Wir sollten hier wieder etwas Erze vorfinden. Wenn auch nicht allzu viele. Denn wenn wir hier schauen, ja, die Felder sind mager, was vielleicht auch auf die Alien-Nester zutrifft. Vielleicht. Und dann packen wir hier etwas Erz rein. Nicht darum kümmern. Und wo haben wir Erzfelder? Ich sehe keine. Ah, da drüben. Ja, die sind nicht allzu groß. Hier noch zwei hin. Und viermal Kohle. Und das sollte hoffentlich ausreichen für den Anfang. Und dann machen wir einfach mal eine Runde durch die Umgebung, um zu sehen, gibt es da irgendwelche Alien-Nester, die wir präventiv beseitigen können. Würmer alleine, die lassen wir in Ruhe, denn die bewegen sich auch nicht auf unsere Basis hinzu. Wir sind inzwischen so weit, dass wir 40 Minuten auf diesem Planeten verweilen können, bevor wir auf die nächste Welt entrückt werden. Sogar Uran. Nicht, was wir das schon abbauen könnten. Etwas Wald hier, das hilft sicher bei der Verschmutzung. Ach, da unten ist ein Nest. Ein einzelnes Nest ohne Wurm. Kein Problem für uns. Hier unten gibt es nochmal Eisen. Etwas ausgiebiger als direkt das bei unserer Basis. Und sieht nicht so aus, als wäre hier in
unmittelbarer Nähe eine große Alien-Population. Soll mir recht sein. Denn wir müssen immer noch forschen. Dass wir da Fortschritte machen. Und wir haben noch eine rote Forschung, aber die braucht 10.000 Fläschchen. Rote, dafür brauchen wir wahrscheinlich zuerst mal eine bessere Fläschchenproduktion. Aber machen wir doch hiermit weiter. Bessere Fabriken. Ein einzelner Wurm. Und ich denke nicht, dass da irgendwo im unaufgedeckten Bereich sich noch was verbirgt. Aber wir gehen trotzdem mal nachschauen. Nee. Also, Kohle ist hier schon mal vollgelaufen. Nehmen wir auch Eisen mit. Kupfer. Und füllen da erstmal die Bestände auf, die wir hier in den Kisten drin haben. Denn auf dem letzten Planeten, da war ja erzmäßig gar nichts zu holen. Drum habe ich hier die Kisten auch nicht weiter befüllt. Und ich denke, wenn ich mir so die Forschung anschaue, gehen wir da so etwa in Richtung, okay, wir wollen die Plattform vergrößern, den Harvester 1. West und Ost, das sind die zwei Plattformen, die brauchen wir dann irgendwann in Bälde für Kupfer und Eisenerz. Aber wir sind noch nicht ganz so weit. Aber ich denke, bis was passiert, werde ich mal hier einen Schnitt machen. Und dann werden wir sehen, wo wir landen. Möglicherweise ist die Plattformvergrößerung das einzig Aufregende in dieser Folge. Denn diese beiden Forschungen brauchen auch 150 Fläschchen wie die Vergrößerung. Somit denke ich nicht, dass wir das in dieser Folge noch schaffen werden. Wir haben nur noch etwas mehr als 6 Minuten Zeit. Bisher noch keine Alien-Angriffe und wie ihr sehen könnt, habe ich bereits die Miner abgebaut in der Hoffnung, dass wir hier noch einiges an Erz schmelzen können, bevor wir auch die Öfen einreißen müssen. Haben noch etwas weniger als 3 Minuten Zeit.
könnte sich vielleicht ausgehen. Wir hatten bisher noch keinen Besuch von Aliens. Aber die kamen ja auch schon in der Vergangenheit auf den letzten Drücker noch raus. Mal schauen. Okay, noch etwas mehr als eine Minute. Aber es ist an der Zeit, hier mal einzupacken, denn ich muss ja auch noch die Stromproduktion zusammenpacken. Und wir können ja locker hier die Erze, die wir übrig haben, diese Schmelzen reingeben. Dann hier auch noch den Dampf ablassen. Und dank Akkuleistung läuft unsere Forschung noch weiter. Und das war's für diese Folge. Wieder eine kurze und wir sehen, was die nächste für uns bereithält. Bis dann und tschüss.